So, willkommen zu einer neuen Folge auf Webkanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich war draußen, ich komme rein, ich habe Durst, ich schwitze, es ist so warm und ich habe letztens irgendwas entdeckt. Dann dachte ich, was ist das denn? Das muss doch neu sein, das gab's doch noch nicht. Das möchte ich jetzt mal ganz kurz hier so zeigen. Guckt euch mal diese Dose an. Kennt ihr diesen Büffel? Das ist nicht das Tattoo von The Rock, nein. Das ist der Arizona Bulle. Und das ist ein Arizona Energy. Und das kenne ich nicht. Kennt ihr das? Ich kenne Arizona als Eisteesorte oder Teesorte. Das gab es immer in Tetrapacks. 2 Liter, 10 Liter, 100 Liter. Immer riesige, große, fette Tetrapacks, wo Arizona draufsteht. Dann hatten sie Arizona Flaschen. Auch immer 1,5 Liter. Die Flaschen haben aus dem Regal immer hervorgestochen. Jeder hat gesehen, Alter, guck mal, Arizona musst du mitnehmen. Und ich muss sagen, die haben wirklich tolle Sorten. Und die haben, glaube ich, auch immer geschmeckt und die waren sogar recht günstig, wenn man gesehen hat, was für eine Masse man gekriegt hat. Ich dachte immer, Arizona ist mega teuer, aber Arizona war eigentlich immer recht günstig. Hier steht jetzt Energy Watermelon Energy. Ich bin ja jetzt nicht so der Wassermelonenfreund. Schade, dass es Watermelon ist. Hätten sie ruhig was anderes machen können, aber das Design mit diesem Bullen hier, der hat grüne Hörner, gepunktete grüne Hörner, als wären das Kaktushörner. Da hat er dann sogar noch Federn dranhängen hier. Dann hat er hier einen Sonnenstich, das ist das Gehirn, der hat ordentlich gelitten. Und hier Arizona Energy Watermelon. Finde ich auf jeden Fall cool gemacht. Da möchte ich mal für Thumbnail oder so hier zwei Dosen reinhalten. Der Arizona Eistee, ne, der Arizona Energy Chuck. Eine möchte ich direkt aus der Dose trinken, aber damit ihr die Farbe seht, ich denke mal, das ist so leicht rötlich, rosa, irgendwie was, werde ich jetzt mal für die Farbe das hier einschenken. So. Ach komm, wir schenken es ganz ein. Ach, was rede ich denn? Wir schenken es einfach ganz ein, wir müssen es trotzdem so machen. Und wir müssen von dem anderen mal probieren aus der Dose. Wir probieren aus der Dose für den Geschmack, weil aus der Dose trinken ist das Beste, was es gibt. Und chuggen müssen wir aus dem Glas, müssen wir so machen. Jetzt probieren wir erstmal ganz kurz hier. Also zwei Nibber gemacht. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Kohlensäure in letzter Zeit, dass es immer so extrem übertrieben ist und brennt und ätzt und macht und tut. Hier ist die Kohlensäure. Es ist schaumig, aber es ist mega sanft und angenehm. Also so muss Kohlensäure sein in einem Getränk, dass es trotzdem erfrischt, aber nicht dir irgendwie alles wegätzt. Finde ich schon mal gut. Geschmacklich. Merkt man, dass das auf der normalen Arizona-Tee-Basis ist. Ich habe jetzt nicht diesen typischen Energy-Geschmack im Mund. Es schmeckt eigentlich wie Arizona-Tee mit Kohlensäure. Das heißt, von wegen Energy, oh, dieser Energy-Geschmack, dieser Energy-Geruch, dieses, als wird jemand irgendwo in die Ecke göggen, ist hier absolut nicht dabei. Hinten steht auch drauf natürlich, Energy-Drink mit Kohlensäure, mit grünem Tee, mit 3% Fruchtgehalt, enthält Koffein. Energy plus Tee plus Juice. Also da ist wirklich auch der Tee drin und es ist Saft drin. Tee und Saft kombiniert, das ist schön fruchtig, das ist angenehm, das ist mild, macht aber wach, ist kalt, ist erfrischend, hat also eigentlich alles vereint, was super ist. Ich werde das jetzt mal hier noch ein Stück auffüllen für den Ernesto bis hier zum Rand. Komm, den Schluck aus der Dose trinken wir auch noch. Jetzt habe ich zwei leere Dosen Arizona Eistee. Ich habe das Ernesto Glas. Ich habe das wieder hier. Eigentlich müsste man das ja so reinhalten. Irgendwann fällt das Glas um, dann ist alles kaputt. Huch. So, so muss das aussehen. So sieht man mich aber nicht mehr. Ich habe also keine Ahnung, wie ich hier Thumbnails machen soll in der Küche. Auf dem Balkon war das immer chilliger, aber da darf ich nicht mehr filmen. Fragt nicht nach. Es ist so, halt mal es halt. So auch nochmal hin, Arizona Chuck. So, und irgendwas davon wird auf jeden Fall jetzt passen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wo habe ich den her? Ich weiß es nicht. Ich glaube im Kaufland.
im Kaufland die Woche gesehen. Ich werde das wahrscheinlich hier für Samstag hochladen, für zwischendurch. Da könnt ihr ja nochmal gucken, ob es noch Reste gibt. Da ist nicht zu viel Kohlensäure drin, es ist genau richtig, es ist fruchtig, es ist lecker, es schmeckt, es ist gekühlt, also finde ich gut. Empfehle ich weiter auf jeden Fall, probier das, wenn ihr das seht. Damit macht ihr nichts verkehrt. Arizona Energy Watermelon. Ciao.